What's up, ladies and gentlemen? Herzlich willkommen zum jetzt schon fünften Part von Let's Play zu Clash of Lords 2 Ehrenkampf hier. Und ja, wie ihr wahrscheinlich schon am Thumbnail gesehen habt, das hier neu ist, Leute. Und ja, da gibt es wohl jetzt auch ein neues Update, habt ihr dann gesehen. Und das würde ich euch einfach mal so kurz und knackig mal sagen, bevor ich dann jetzt auch auf das Update meiner Stadt, was ihr hier schon seht, eingehen will. Also ich will es einfach nicht groß drum rumlabern, sondern einfach mal kurz knapp zeigen, so die größten Neuerungen, Versprecher hier. Ja, wir drücken hier aufs Rathaus und sehen unten rechts Name ändern. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, sehen wir, können wir hier einen Namen eingeben, bla bla bla. Und ihr seht, es kostet 1000 Juwelen, also überlegt euch das wirklich, ob es euch das wert ist. Für 1000 Juwelen kann man sehr viel anstellen in diesem Spiel. Und nur den Namen zu ändern, also ich weiß nicht, also es ist schon ziemlich teuer gemacht, aber gut, dass man überhaupt den Namen mal ändern kann, falls man hier komplett irgendwie sich Penis genannt hat oder so. Auf jeden Fall ist das schon mal gut. Ja, was gibt's noch, was euch auf jeden Fall interessieren könnte? Hier bei den Helden ist es so, dass wir gehen jetzt mal auf unseren neuen Arctic Lord hier, dass wir jetzt hier die Hauptfähigkeit, Heldentalent und Hilfsfähigkeit hier getrennt voneinander haben. Normalerweise war ja hier bei Hauptfähigkeit auch die Hilfsfähigkeit und drunter. Ist nichts Bewegendes, aber ist jetzt vielleicht besser geordnet. Also nichts Großes jetzt. Dann habt ihr vielleicht oben schon gesehen, Gegenstände gibt es jetzt. Gehen wir drauf, sehen wir eine Liste von, die hier Materialien genannt werden. Ist jetzt noch leer natürlich. Und was es damit auf sich hat, das wird hier sozusagen im Shop dann klar. Also eigentlich könnt ihr, warte, Militär, genau. Hier der Schmiedeblock. Eigentlich könnt ihr den Apparatus Level 7 schon aufstellen, aber leider hier mit diesem Account für mich noch nicht möglich. Kostet auch nur 1000, aber der ist sowieso noch für nichts zu gebrauchen. Also ihr drückt da drauf und da steht da noch, kommt erst bald oder, also ihr könnt doch nichts mit dem Ding anfangen, ihr könnt es nur hinstellen und schön aussehen lassen. Wir drücken hier mal drauf und da steht Schmiede. Kaufe und sichere die Ausrüstung und Materialien hier. Also, es werden wohl Materialien kommen. Steht ja auch da. Keine Ahnung, was sie bringen. Also, es ist noch nicht so wirklich rausgekommen, was sie so bringen. Wahrscheinlich Boost für die Helden oder so. Aber es kann eigentlich alles sein. Also, ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt, was hier dieser Schmiedeblock so für sich behält hier. So, was ist denn noch schön und neu? Genau. Es gibt jetzt auch natürlich einen neuen Helden, den seht ihr ja auch schon überall auf den Bildern. Und das ist hier die Ambrosia. Nein, nicht Alessandra Ambrosio, was natürlich auch schön wäre. Aber es ist hier Ambrosia. Diesmal ein Fernkampfheld. Ich glaube, das gab es noch nicht so oft, weil hier, wenn ich hier mal so sehe, der Steingolem, der Weise, Arctic Lord, Abgrunddämon sind alles Nahkampfhelden. Aber dieser hier ist ein Fernangriff, Bohneinheit, aggressiver Held, hat eigentlich schon ziemlich gute Stats, vor allem dafür, dass sie Fernangriff ist und wird bestimmt auch schön zu sehen sein. Ich habe es jetzt noch nicht im Kampf gesehen und ich weiß auch nicht genau, was sie jetzt kann. Sie hat hier Zauberer als Söldner. Naja, wird sich dann sehen. Auf jeden Fall sieht nicht schlecht aus. Ist auch so eine Magierin wie auch die. Also ich finde, es sieht schon ähnlich aus wie unsere Glanzzauberin hier, Glanzzauberer. Vielleicht die Cousine oder so, aber keine Ahnung. Ja, was gibt's noch Neues? Ja, in der Gilde. Ich weiß nicht, ob diese kleine Gilde hier das genau... Können wir jetzt den Streitwagen auf Level 200 leveln, aber das wird wahrscheinlich die wenigsten interessieren. Und ja, ich wollte euch einfach mal so kurz und knapp sagen... Ah ja, genau. Hier bei den... Hier ist jetzt auch geordnet zwischen Zeitlimit, Hot und täglich. Also ihr müsst jetzt nicht mehr suchen, wo habe ich jetzt was. Hier sind alle Dinge, die mit der Zeit ablaufen. Hier sind so die Dinge, wie ihr Juwelen verdient und... keine Ahnung, Helden verdienen und so. Und hier sind die täglichen Belohnungen, die er so bekommt. Alles ist jetzt auch wieder geordnet, wie bei den Helden. Nichts Weltbewegendes. Und wir haben natürlich auch hier jetzt wieder das neue Event mit den Mega-Helden-Paketen. Seht ihr oben, könnt ihr wieder Juwelen kaufen, wer das möchte. Kann natürlich echt Geld ausgeben. Und natürlich die tägliche Belohnung hier unten, die gibt es aber die ganze Zeit schon. Jetzt nur mit einem neuen Bild vorne. Hier unten zum Beispiel die 5 Ringe und die 10.000 Gold, wenn ihr dann hier die Belohnung abholen wollt. Genau, also das waren eigentlich so die, wenn ich jetzt mal so überlege, die größten Fortschritte. Ja, also so ist dann das Update. Ich hoffe, der Schmiedeblock wird dann auch bald ordentlich freigeschaltet, weil das wird
glaube ich, ziemlich coole Erneuerung. So ein neues Gebäude mit neuen Features. Naja, sehen wir dann mal ab. So, zu meiner Stadt jetzt. Ich habe ein bisschen was getan. Das Rathaus ist jetzt auf Level 5 endlich. Ja, ja, es hat lange gedauert, aber jetzt ist es endlich soweit. Da haben wir natürlich auch direkt unsere Stadt hier verbessert. Hier die Zäune bzw. Mauern sind jetzt auch, also mehr von den Mauern sind jetzt auch auf Level 4. Und hier die Golddepots sind natürlich auch wieder auf Level 8 gestiegen, weil für die nächste Verbesserung brauchen wir unten 450.000. Und deswegen müssen wir natürlich hier auch ein bisschen unsere Golddepots aufstocken. Sonst bekommen wir natürlich nicht genug Geld, um diese Verbesserung zu machen. So, unsere Helden hier sind wie gehabt. Ich habe natürlich den Arctic Lord, den wir das letzte Mal gezogen haben, mal ordentlich hochgelevelt. Der ist jetzt auf Level 45. Den werde ich auch jetzt natürlich noch weiter hochleveln. Weil, ja, unsere anderen zwei Helden, die hier drin sind, wie der Kopfjäger und so, die werde ich auf jeden Fall vernachlässigen, weil wir wollen natürlich bessere Helden. Ja, und das sollte jetzt eigentlich nur mal so ein kleines Update werden zu dem neuen Update. Das war ein schlauer Satz. Und kurz mal zeigen, wie unsere Stadt hier so läuft. Wir haben doch jetzt schon 161 Pokale, sind ja auch links. Also wir haben noch nicht so viel gespielt. Das werden wir noch alles zusammen machen. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, bleibt am Ball. Und wartet gespannt auf den Schmiedeblock, was er so bringt. Die nächste Folge, genau. Die nächste Folge werde ich dann auch wieder ein paar hier Arena-Kämpfe machen und was auch sonst so noch ansteht, um unsere Stadt hier zu verbessern. Gut, ich hoffe, das kleine Update hier hat euch so gefallen. Der Part geht auch noch nicht so lange. Deswegen denke ich, könnt ihr euch eigentlich ganz gut unterhalten. Dann sage ich mal, hasta la vista, bleibt am Ball, liked und abonniert und bis zum nächsten Part.